Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Unboxing und zwar habe ich die Pink Box abonniert und das ist die erste Box, die ich euch zeigen kann. Das ist die Golden Hour, steht drauf. Ich weiß nicht, ob das Thema der jetzigen Box ist. Wir werden sehen. Ich gucke mal, was hier drin ist. Hier ist erstmal ein Flyer, eine extra Überraschung für dich. Pink News for You. Und das ist das, okay. Das ist vielleicht das Extra, ich weiß es nicht. Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwas Besonderes steht. Ich lese mir es einmal durch. Okay, ich habe mir gerade diesen Zettel hier durchgelesen, der dabei war. Und da steht jetzt drin, dass die letzte Box so beliebt war, dass sie keine mehr hatten. Und deswegen ist da jetzt ein Produkt drin. Das sind diese Lashes hier. Ein Set von Glashes im Wert von 17,99 €. Also das ist als extra Goodie dabei. Ist natürlich schön, dass man dieses Goodie bekommt, aber ich hätte es jetzt besser gefunden, muss ich ehrlich sagen, wenn man das den Kunden vorher mitteilt. Weil wenn man jetzt extra ein Abo abgeschlossen hat wegen dieser letzten Box und man dort stand, dass man die noch bekommt, dann finde ich das nicht gut, dass das gar nicht erwähnt wurde. Also da hätte man eine Mail schreiben müssen und vielleicht die Möglichkeit, die Box auszusetzen oder nochmal zu stornieren kriegen können, finde ich. Meine Meinung. Weil, ja, wenn du dir jetzt wirklich das Abo wegen dieser Box holst und dann kriegst du das einfach nicht gesagt und bekommst eine andere Box, finde ich das einfach nicht so ganz fair dem Kunden gegenüber. Natürlich finde ich das jetzt für mich, weil ich das Abo eh möchte, cool, dass hier ein Extra drin ist. Die letzte Box war aber auch nicht schlecht. Da war, glaube ich, ein tolles Parfum drin und noch andere Sachen. Also die war richtig gut. Ja, ich mache das Set mal einmal auf. Also wie gesagt, das gehört nicht. Das ist jetzt nicht die reguläre Box. Das ist jetzt so eine Sorry-Box. Diese Box gab es schon mal. Aber die Lashes sind halt extra. Ich glaube, ihr versteht, was sie sagen will. So sehen die Lashes einmal aus. Also die Verpackung davon. Und das ist das Set. Ich glaube, dass es sich hierbei, ich habe tatsächlich ja auch einen Code von Eyelashes, den findet ihr immer bei mir unten, da könnt ihr 20% drauf sparen. Ich schätze, dass das genau sowas ist. Und zwar, ja, das scheint genau das zu sein. Sind das Wimpern, die könnt ihr euch drauf machen und die halten bis zu 5 Tage. Ja, bei mir ein bisschen weniger, weil ihr wisst ja, meine Augen, durch meine Lähmung damals, mein Auge tränt oft und dann reibe ich und so, dann hält es natürlich nicht ganz so lang. Aber das Prinzip finde ich mega, hatte ich jetzt gerade letzte Zeit noch nicht gemacht, möchte ich euch gerne auch bei dem nächsten Video darüber zeigen. Aber dann halt von den Eyelashes, weil da habe ich auf jeden Fall, die habe ich schon getestet und kann ich wirklich sagen, dass die toll sind. Und da kriegt ihr dann 20%. Ich blende euch das ein, auf Eyelashes 20%. Genau, aber... Dennoch ist es auf jeden Fall ein schönes Set und auch das werde ich hier testen. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir jetzt hier die gefüllte Box. Fühlt sich nicht ganz so voll an, sage ich mal. Wir gucken mal rein. Ich kann euch auch gar nicht... Doch, ich kann es euch, glaube ich, ungefähr sagen, weil Pinkbox hatte erst einen Fehler gemacht und dann hatte ich 2 Jahresabos. Ich habe nämlich ein Jahresabo abgeschlossen, weil es dann ja monatlich günstiger ist. Ich glaube, normal ein flexibles kostet, meine ich, 17,99 €, wenn ich mich täusche. Und ein Jahresabo, ich müsste 15,99 €, meine ich, zahlen. Also ich zahle um die 16 €. Genau, und bekomme die Box auf jeden Fall mindestens jetzt ein Jahr. Ja, und dann schauen wir doch mal rein. Das ist hier, glaube ich, eine Sommerbox noch. Wir schauen mal. Einmal habe ich von Dove Advanced Care Go Fresh ein Deo. Das finde ich gut. Ich mag Dove Deos sehr gerne. Am liebsten mochte ich damals, das habe ich immer benutzt, dieses mit Gurke. Ich glaube, das gibt es auch noch. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich benutze auch nicht mehr so viel Deo, muss ich sagen. Ich benutze nach dem Duschen immer ein Antitranspirant. Und wenn ich dran denke, aber ich muss sagen, ich vergesse es einfach ganz oft, wenn ich so aus dem Haus gehe oder mir dann ein T-Shirt richtig anziehe oder so, dass ich mich dann nochmal mit einem Deo einfach einsprühe unter den Achseln, was halt auch gut riecht, habe ich halt einfach nicht mehr so nötig, weil ich nicht mehr so stark schwitze und es auch nicht mehr so riecht. Also, das hört sich an. Nein, aber früher so in der Pubertät hatte ich damit echt Probleme, dass ich stark geschwitzt habe und es dadurch auch ein bisschen mehr gerochen hat. Das habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Deswegen vergesse ich das Deo öfters, weil es bei mir einfach nicht notwendig ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Trotzdem, ab und an benutze ich das und ich habe auch noch sehr viele da. Dann haben wir hier von Yuti Beauty Boost Tuchmaske mit Goldspitzen-Design. So sieht es aus. Einmal eine Tuchmaske von Yuti. Hatte ich schon mal ein paar Masken, die sind vollkommen in Ordnung. Da freue ich mich immer drüber. Da sind Ceramide, Hyaluron, Retinol und Niacinamide drin.
Genau, das soll nach Blüten und eine fruchtige Note haben. Soll Feuchtigkeit spenden. Finde ich gut, wird auf jeden Fall verwendet. Werdet ihr sicherlich mal in einem Aufgebraucht-Video sehen. Dann geht es weiter mit Mary Kay. Das ist einmal das. Ich habe lange nichts mehr von Mary Kay gehabt. Ich war da manchmal auch mal bei so einem Treffen oder habe das auch zu Hause gemacht. Jemanden hinbestellt, die dann die ganzen Produkte vorgeführt hat. Das fand ich damals ganz cool. Da hatte ich ein richtig schönes Handpeeling, aber ansonsten noch nicht so viel von denen. Und das sind jetzt Illuminating Drops. Also das könnt ihr als Highlighter nutzen. Einfach hier auch vielleicht auf den höchsten Stellen halt. Oder ihr könnt es auch vorher oder in eure Foundation mischen oder als Primer nutzen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Das sind einmal die Drops. Die sehen mir jetzt ein bisschen dunkel aus. Zum in die Foundation mischen könnte das gehen. Aber ich glaube ehrlich, ich möchte die jetzt auch nicht öffnen, weil dann gebe ich das lieber einem von euch, weil es sieht doch für meinen hellen Hautton ein bisschen zu dunkel aus. Also als richtigen Highlighter schon mal nicht. Und ich mische mir einfach nicht so häufig was in die Foundation, deswegen macht es keinen Sinn. Den packe ich wahrscheinlich für euch an der Seite in einen Adventskalender, die ich ja noch befülle für euch. Dann geht es weiter mit Balear Oriental Magic Haarparfüm. Eine Limited Edition, das soll hier nach, ich denke, Feige Vanille ist da drauf, riechen. Und auch das werde ich nicht öffnen, weil ein reines Haarparfüm benutze ich nicht. Und ich habe so viel richtiges Parfüm und ich habe auch, das sprühe ich mir halt schon immer ins Haar, deswegen würde das keinen Sinn halt für mich machen. Aber ich denke, bestimmt wird sich einer von euch darüber freuen. Dann geht es nochmal weiter, darüber freue ich mich. Und zwar ist das von Ofra Rodeo Drive Make-up Fixer. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Produkt. Das hat natürlich auch auf jeden Fall seinen Wert. Allerdings habe ich das in richtig, richtig groß, in so einer Riesenflasche. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich das vielleicht weitergebe. Ich kann euch aber sagen, dass das wirklich schön ist. Ich glaube, viele von euch kennen das. Das ist ganz bekannt. Ihr seht ja diesen Schimmer, Glitter. Ja, Glitter kann man nicht sagen, den Schimmer da drin. Das ist auf der Haut nicht extrem. Ihr seht einfach nur fresh aus und es gibt euch Strahlkraft. Also das finde ich gut. Aber wie gesagt, ich habe da so einen Riesenteil von, bis ich das leer habe. Weiß ich nicht, da kriege ich das bestimmt irgendwo noch mal in der Box. Deswegen denke ich, kommt es auch an einen von euch später. Und dann kommen wir zum letzten Produkt, wo es sich auch um eine Maske handelt. Allerdings nicht fürs Gesicht, sondern für die Füße. Und das finde ich immer toll. Und auch noch eine von Scholl. Das hat sich mal ein bisschen gereimt hier. Pedimask repariert, spendet Feuchtigkeit und regeneriert. Mit Manuka, Honig, Urea und Shea Butter. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und ich glaube, die von Scholl. Ich weiß nicht, ob ich schon mal eins von Scholl hatte, weil ich glaube, die sind auch ein bisschen teurer. Da freue ich mich mega drüber. Also, wenn ich jetzt die Box noch einmal so betrachte, der reguläre Preis damals waren ja dann auch, hätte ich ja auch 16 Euro für gezahlt, habe zwei Masken, ein Deo, dieses Spray. Also das wären ja alles Drogerieprodukte. Ist in Ordnung. Und das wären eigentlich diese zwei etwas teureren Produkte gewesen. Ich glaube, mit einem hat man da vielleicht schon das Geld bei raus, schätze ich fast. Finde ich gut, natürlich jetzt für mich mit dem Geschenk richtig cool, weil das finde ich sogar noch am interessantesten, obwohl ich da ja schon ganz gut ausgestattet bin durch die Kooperation. Ja, nee, freue ich mich. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Nächsten Monat gibt es dann auch die richtige reguläre Pinkbox Oktober, weil das dann mein reguläres Abonnement ja ist und nicht mal eben bestellt. Genau, ich finde die Box auf jeden Fall ganz gut, die hat mir gefallen und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!